Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Rundgang an der IGS Kurt Schumacher in Ingelheim. Mein Name ist Judith Krollmann-Nöth. Ich bin die didaktische Koordinatorin und zweite stellvertretende Schulleiterin dieser Schule und möchte Ihnen heute einen Einblick in unser Schulhaus geben. Ja, dann gehen wir mal rein. Ja, hier geht es an der Cafeteria vorbei. In der Cafeteria werden in der Pause Snacks und Brötchen verkauft und die Cafeteria wird bei uns hier von Eltern bewirtschaftet. Hier geht es durch den Haupteingang und hier auf der rechten Seite haben wir ein Bild von unserem Namenspatron Kurt Schumacher. Ja, und wenn wir weitergehen, kommen wir hier in unsere Dreieckshalle. Hier rechts geht es gleich in die Verwaltung. Hier kommen wir am Sekretariat vorbei. Wir haben 1000 Schüler, deshalb haben wir auch drei Sekretärinnen. Und wenn wir jetzt nach hinten weitergehen, geht es zur alten Turnhalle. Ja, das hier ist unsere kleine Turnhalle. Wir haben auch eine große Turnhalle, hier ungefähr 200 Meter entfernt. Die ist auch sehr gut ausgestattet und da haben unsere Schüler auch Sportunterricht. So, jetzt gehen wir nochmal zurück in unsere Dreieckshalle, da zeige ich Ihnen die Bibliothek. Das ist unsere Bibliothek, sie ist immer in den Pausen geöffnet und das Ganze wird von Eltern betrieben. Die Bibliothek hat verschiedene Bereiche. Einmal haben wir einen Ruhe- und Lesebereich, wir haben einen Bereich für die Oberstufe mit PCs. Und wir haben natürlich den Bereich der Bücher und unsere Ausleihtheke. Vorne haben wir noch einen größeren Bereich, da finden manchmal Veranstaltungen, zum Beispiel Lesungen statt oder auch Konferenzen. Hier in der Dreieckshalle, da steht auch unser Fairtrade-Kiosk. Wir sind Fairtrade-Schule. Wir wollen den fairen Gedanken bei den Schülern festigen und das Fairtrade-Kiosk verkauft fair gehandelte Produkte. Wir gehen jetzt hier auf den Osthof. Der Osthof ist unser größter Schulhof. Wir haben natürlich noch 5 weitere Höfe. Und zwar, das ist einmal der MSS-Hof, der Schachhof, der Dürrehof, der Steinhof und der Ökohof. Und hier auf unserem Osthof gibt es verschiedene Bereiche. Wir haben einmal das kleine Sportfeld, wir haben das Beachvolleyballfeld, wir haben den Bereich mit dem Klettergerüst, wir haben ein großes Sonnensegel mit einem Außenklassenzimmer und wir haben noch das große Sportfeld. Diese ganzen Dinge müssen natürlich finanziert werden und wir haben zum Glück einen ganz tollen Förderverein. Der Förderverein Bixi hat zum Beispiel das Sonnensegel finanziert, das Klettergerüst und finanziert auch viele Dinge, die wir im Fachbereich benötigen. Hier auf dem Hof sind auch noch Tischtennisplatten. Wir haben hier Lauben, da können die Kinder sich ausruhen. Und das große Gebäude hier, das ist unsere Mensa und da gehen wir jetzt auch mal rein. Ja, die Mensa hier wird hauptsächlich von unseren Ganztagsschülern genutzt. Hier gibt es 2 verschiedene Mittagessen, die vorher gebucht werden. Und jetzt gehen wir in die Fachräume. So, wir gehen jetzt hier in den Musik- und Informatiktrakt und das hier ist der Musikraum, den schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben insgesamt 3 Musikräume. Das hier ist unser größter. Wir haben in der Schule Streicherklassen in der 5. und 6. und die Schüler lernen bei uns Gitarre in der 7. Klasse. Wir haben noch ein Streichorchester und eine Schülerband. So, und jetzt gehen wir zur nächsten Station. Im Obergeschoss dieses Gebäudetrakts ist die Informatik, also die Musik ist direkt unter uns. Und wir haben hier 3 Informatikräume. Das Fach Informatik ist ein Fach in der Oberstufe und zusätzlich haben wir noch das Wahlpflichtfach Computerinformationstechnologie, das hier unterrichtet wird. Ja, jetzt sind wir wieder im Haupthaus und hier in diesem Flur sieht man, wir sind UNESCO-Schule. Das ist ein Titel, den wir erhalten haben, weil wir den UNESCO-Gedanken in verschiedenen Bereichen weitertragen. Wir haben zum Beispiel eine Partnerschaft mit einer Schule in Ruanda. Wir nehmen regelmäßig am Tag für Afrika teil. Und die Mitbegründerin des Tages für Afrika, Nora Weißbrot, war sogar Schülerin unserer Schule. Das ist unsere Aula.
Die Aula wird für Großveranstaltungen benutzt, zum Beispiel den 10er-Abschluss für die Abiturfeier und für Theateraufführungen. Wir haben hier das Wahlpflichtfach Darstellendes Spiel, sodass wir im Laufe des Jahres mehrere Aufführungen hier haben. Und wie man hier vorne sieht, haben wir auch eine Bühne. Und hinter der Bühne haben wir einen Hinterbühnenraum, der lässt sich auch öffnen. Und in diesem Raum finden auch häufig Vorstellungen statt. Das Gebäude an sich besteht aus einer Hauptachse und in der befinde ich mich jetzt auch gerade. Und von dieser Hauptachse gehen jeweils drei Gebäudeteile ab. Und in diesen Gebäudeteilen befinden sich die Klassenräume der Sekundarstufe 1, also von 5 bis 10. Und im Erdgeschoss jeweils sind die Naturwissenschaften untergebracht. Die Biologie, die Chemie und die Physik. Und jetzt gehen wir mal in die Chemie. So, wir sind jetzt hier im Chemietrakt. Im Chemietrakt haben wir hier den Navi-Raum, das ist der Raum, da wird das Fach Naturwissenschaften unterrichtet, das wir in der 5. und 6. Klasse haben. Dann haben wir hier Vorbereitungsräume mit Materialien und Chemikalien und wir haben zwei Chemieräume, Chemie 1 und Chemie 2 und den Chemie 2 schauen wir uns jetzt mal an. Ja, so sieht unser Chemieraum aus. Anders wie in den Klassenräumen sind es natürlich Tische mit verschiedenen Anschlüssen. Wir haben hier 4 Abzüge. Es können also Versuche und Experimente gemacht werden und die verunreinigte Luft wird dann abgezogen. Chemie wird ab der 8. Klasse unterrichtet bis zur 13. und es ist auch als Leistungskurs möglich. Ja, über der Chemie sind die 5. Klassen untergebracht. Jede Klassenstufe hat einen eigenen Flügel und das sind sogenannte Heimatflure, weil die Schüler von der 5. bis zur 10. Klasse im gleichen Klassenraum drin sind, also zum Beispiel 6 Jahre lang. Die Flure sind so aufgebaut, dass wir die Klassen 5a bis 5d untergebracht haben und jeder Flur hat nochmal einen Differenzierungsraum. Der Differenzierungsraum ist mit einem Beamer ausgestattet und mit einem Smartboard, mit einer Dokumentenkamera. Und er wird hauptsächlich auch benötigt ab der 7. Klasse, da wir da ja verkürzt unterrichten in verschiedenen Fächern. Wir schauen uns jetzt mal einen Klassenraum an. Wir gehen jetzt mal ganz nach hinten in die 5D. So sieht bei uns ein Klassenraum aus und die Räume sehen im Grunde auch alle so ähnlich aus. Die Schüler haben hier hinten Schließfächer, sodass sie ihre Bücher nicht immer mit nach Hause schleppen müssen. Und es ist auch relativ hell hier in den Räumen. Wir haben noch eine normale Tafel und wenn die Kinder sind ja teilweise mit iPads ausgestattet und wer einen Beamer braucht, kann auch in den Differenzierungsraum gehen. Ein Fachbereich fehlt uns noch, den habe ich Ihnen noch nicht gezeigt, und zwar die Kunst. Wir stehen jetzt hier im BK1. Wir haben 2 BK-Räume und haben noch 4 weitere Werkstätten. In diesem BK1 wird hauptsächlich der Leistungskurs unterrichtet. Wir haben hier viel Platz. Wir sind auch sehr gut ausgestattet. Hier noch mit einem Schneidgerät. Wir haben genug Aufbewahrungsmöglichkeiten. Und da wir hier in der Kunst auch viele Bilder zeigen, haben wir natürlich auch einen Beamer und eine Dokumentenkamera. Kunst kann auch als Leistungskurs gewählt werden. Und unsere Schülerinnen und Schüler aus dem Leistungskurs fertigen auch immer ein Wandbild an hier im Gebäudetrakt. Und das Wandbild ist immer ein Thema, was auch dem Abi-Motto entspricht. Hier im Keller sind die Werkstätten untergebracht. Wir haben einmal hier die Keramik und hier haben wir die Holzwerkstatt. Wenn wir in die Holzwerkstatt reinkommen, dann sind wir als erstes im Maschinenraum. Wir haben hier verschiedene Sägen, eine Kreissäge, eine Bandsäge und eine Kappsäge. Und hier geht es weiter in den Unterrichtsraum. Holz wird in der 7. Klasse unterrichtet, also bei allen Schülern. Alle Schüler lernen Grundkenntnisse in der Verarbeitung von Holz. Und die Holzwerkstatt wird hauptsächlich beim Wahlpflichtfach angewandte Kunst genutzt. In der 8. und 9. Klasse haben die Schüler ein halbes Jahr Holz. Der Textilraum wird vom Fach angewandte Kunst genutzt. Und zwar in der 8. und 9. Klasse wird ein halbes Jahr Textil unterrichtet. Die Schüler lernen da nähen und alles rund um Mode und Textilkunde. Ja, wir sind Schwerpunktschule, das heißt, wir unterrichten auch Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im inklusiven Unterricht und ich stehe jetzt hier im Schwerpunktraum.
Der Schwerpunktraum ist dafür da, dass unsere Förderschullehrer zum Beispiel sich mit den Kindern hier mal zurückziehen können, mit den Kindern hier einzeln arbeiten können oder hier finden zum Beispiel auch diese Förderplangespräche statt, die wir immer am Anfang des Schuljahres führen. Ja, ich bin jetzt hier wieder über der Aula oder über dem UNESCO-Flur und wir haben hier ausreichend Platz auf den Fensterbänken, um Unterrichtsergebnisse auszustellen. Und ich bin jetzt auf dem Weg zur GTS. Die GTS, das ist unsere Ganztagsschule. Da sind Schüler aus der 5. bis zur 7. Klasse. Wir haben ungefähr 100 Schüler, die hier am Nachmittag Lernzeiten haben oder AGs haben. Wir haben zwei Räume neben dem GTS-Büro. Und zwar ist das hier einmal der Spielraum. Und hier auf der anderen Seite ist der Ruheraum. Ja, ich stehe jetzt hier im Obergeschoss auf unserer Galerie. Die liegt genau über der Aula und auf der Galerie sind die Arbeitstische für die Oberstufenschüler. Die können hier in den Pausen arbeiten oder auch am Nachmittag. Man sieht hier auch ganz gut, dass wir sehr viele Fenster hier haben und Oberlichter. Dadurch ist das Haus sehr hell und lichtdurchflutet. Ja, im Moment ist es nicht mehr so hell, es dämmert schon und unser Rundgang ist hier an dieser Stelle auch zu Ende. Ich hoffe, es hat Ihnen gut gefallen und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Vielleicht treffe ich Sie ja auch demnächst hier vor Ort, da würde ich mich sehr freuen und ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank!